Was waren bisher die größten Schwierigkeiten bei euch im Betrieb? Wenn man es so aus betriebswirtschaftlicher Seite mal sieht, wo seid ihr da angeeckt? Also in der Regel haben wir sehr, sehr viel mit Preiskampf zu tun. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Experten-Talk. Mein Name ist Sebastian Hermes, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Hermes Fassadenreinigung. Zu Gast heute hier bei uns im Betrieb ist die Firma Heinz Stücher GmbH aus Aachen und neben mir steht Daniel und Sascha Stücher. Herzlich willkommen erstmal hier bei uns. Danke, hallo. Ja, ganz kurz mal zur Vorstellung eurer Person, eures Betriebes. Woher kommt ihr? Was habt ihr bisher gemacht? Also wir sind ein traditionelles Stuckateurunternehmen aus Herzogenrath bei Aachen. Die Firma ist von meinem Vater 1982 gegründet worden und mein Bruder und ich, wir leiten die Firma jetzt seit 2013 in eigener Regie weiter. Und ihr habt euch so ein bisschen aufgeteilt. Du machst so mehr den kaufmännischen Part und Richtig. ihr machst so Richtig. die Baustellenüberwachung, Genau. Baustellenplanung. Bin auch den ganzen Tag mit vor Ort und mache halt den praktischen Teil. Und siehst, dass die Mitarbeiter alle in der Genau. Spur bleiben. Genau. Ja. Genau. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr im Betrieb? Wir sind mit 7 Mann. Mit 7 Mann. Euch beiden mit eingerechnet, jawohl. Richtig, Ja. richtig. Was waren bisher die größten Schwierigkeiten bei euch im Betrieb? Wenn man es so aus betriebswirtschaftlicher Seite mal sieht, wo seid ihr da angeeckt? Also in der Regel haben wir sehr, sehr viel mit Preiskampf zu tun. Das heißt, dass das Handwerk als solches in unserem Bereich hat da draußen keinen Stellenwert mehr. Das ist eigentlich das größte Problem, was wir haben, eine fachmännische Arbeit, Stuckateurhandwerk zu verkaufen. Wir werden halt zu sehr mit Osteuropäern verglichen. Der Preiskampf ist so hoch, dass das also doch sehr schwierig ist, draußen am Markt normal agieren zu können. Obwohl ihr beide den Meister habt Richtig. und der Wegfall des Meisters ist ja im Stuckateurhandwerk ja noch nicht geplant, ne? Nicht Nein, geplant, Gott das sei soll auch nicht Dank. so sein. Ja. Also dass man sich da auf jeden Fall mal noch so ein Stück weit abgrenzen kann. Richtig. Aber leider Gottes ist der Meister auch da in Bezug auf Neubauten oder bei normalen Bauherren. Es Ja, interessiert zweitrangig. zweitrangig, es interessiert niemanden, ob man ein Meisterbetrieb oder ist oder nicht. Und von daher interessiert letztendlich nur der Preis. Und derjenige, der 50 Cent günstiger ist, der bekommt den Auftrag. Ja, eigentlich schade zu sehen, dass das Ganze so Genau. gehandhabt wird, ne? Ja. Das ist so, ja. Ja, jetzt habt ihr euch mit dem Thema Fassadenreinigung auseinandergesetzt. Wie seid ihr auf das ganze Thema aufmerksam geworden oder wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Übers Internet? Das heißt, ich gucke also privat sehr viel YouTube und ich habe mich mit dem Thema Fassadenreinigung seit einigen Jahren habe ich mich mit beschäftigt und bin dann auch unter anderem auf die Firma Hermes aufmerksam geworden und haben dann auch dahingehend den Kontakt gesucht. Und dann haben wir als allererstes, haben wir euch mal den Hinweis gegeben, dass wir ein Webinar haben. Das ist der Fassadencoach. Mit unseren ganzen Online-Videos, mit unserem Wissen, was wir halt preisgeben. Und wie konntet ihr das nutzen für eure Vorbereitung? Hat euch das überhaupt was genutzt? Habt ihr da mal reingeguckt? Also der Inhalt dieses Videos war sehr wichtig für uns, unter anderem auch mal die Hintergründe kennenzulernen, wie sowas abläuft, wie sowas in der Regel vonstatten geht und vor allen Dingen auch, dass man mit einer Fassadenreinigung mitunter auch Geld verdienen kann. Ein einfacher Geld verdient. Also man hat nicht mehr so die klassische Maloche. Richtig. 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 So, dann sollen das die Osteuropäer machen und Richtig. wir So ist konzentrieren uns es. jetzt auf einen neuen Bereich. Richtig, Ja. ja. Ja, welche drei Vorteile seht ihr in der kompletten Fassadenreinigung? Die Vorteile, die wir sehen, ist, der Kunde bekommt in allererster Linie alles aus einer Hand. Das heißt, er bekommt die Fassadenreinigung. Eventuelle Schäden an einer Fassade werden direkt mit durch einen Stuckateurfachbetrieb Fachgerecht. fachgerecht erledigt. Genau. Und der andere Vorteil ist die Nähe zum Kunden, die wir dadurch haben. Und ja, in der Regel. Erhoffen uns dadurch auch durch die Mundpropaganda Aufträge heranzuziehen. Ja. Ist ja das Schöne, ihr seid Stuckateure. So, ihr habt von der Pike auf gelernt, ihr habt von eurem Vater übernommen den Betrieb. Wenn ihr jetzt rausgeht und die Fassadenreinigung durchführt,
Ihr bietet dem Kunden ja so viel Mehrwert. Ja, ihr macht den Sockel, könnt ihr ausbessern. Ihr könnt den Dachüberstand meinetwegen neu streichen. Das gehört ja auch irgendwo noch mit dazu. Ja. Und wir haben in unserer Kundschaft haben wir mehrfach mit Betrieben zu tun, die aus dem Fach kommen, sei es der Maler, sei es der Stuckateur. Und die Synergien, die sich daraus ergeben, aus dieser Konstellation, die sind einfach perfekt. Weil dann bin ich nicht mehr im Preiskampf drin. Wenn ich habe ja dem Kunden jetzt was Gutes getan, ich habe ihm die Fassadenreinigung verkauft und er spart sich 70% gegenüber einem neuen Strich in etwa. So, und dann fragt der Kunde nicht mehr, was nimmst du denn als Stundenlohn, wenn du mir den Sockel ausbesserst, sondern der ist froh, dass er jemanden hat, der alles aus einer Hand anbietet. Ja. Richtig. Und da kann ich auch mit einem Stundenlohn von 45 oder sogar 50 € rangehen, weil der Kunde ist wirklich froh, dass er sich um nichts mehr kümmern muss. Er hat ja eh schon Geld gespart. Das ist richtig. Das ist die Synergie, die sich so daraus ergeben kann. Oder? Ja, das war es eigentlich mit der kurzen Vorstellungsrunde hier mit unserem Experten-Talk. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. In der Zukunft werden wir noch mehr solcher Videos online stellen. Und ja, seid gespannt, was da noch alles kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch wünsche ich erstmal gute Geschäfte, viele Quadratmeter Ja. und bleibt sauber. Danke Genau. auch.